Es wird heiß. Es wird sonnig. Und es knallt und donnert und es stürmt. Berlin, ab den Mittagsstunden muss mit ersten heftigen Gewittern in Deutschland gerechnet werden. Mit dabei, Starkregen, Hagel, Sturmböen, sogar Tornados sind möglich. Los geht es von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland bis ins nördliche Bayern und Baden-Württemberg. Später am Nachmittag erfassen die heftigen Gewitter den gesamten Süden und auch Niedersachsen, Thüringen und Teile von Sachsen, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. Wo es heute zu heftigen Gewittern kommen kann, Foto, www.wetterdate.de. Stellenweise ziehen die Gewitter nur sehr langsam bis gar nicht weiter. Daher besteht erneut die Gefahr von Sturzregen mit Regenmengen von bis 100 Litern pro Quadratmeter, und das binnen 1 bis 2 Stunden. Wetterexperte Jung, heute ist die Mischung extrem explosiv. Selbst die Bildung von Tornados ist heute von der Wetterlage her gegeben, aber ob das der Fall sein wird, muss man abwarten. Das große Aufräumen, Carina Wilmar, Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung in Herrstein, schippt den Schlamm weg, Foto. Harald Titel, Deutsche Presseagentur. Nach den schweren Unwettern am Wochenende wird es wieder brenzlig. Bereits am Sonntag hinterließen gewaltige Regenfälle in Teilen des Landes große Schäden. Autos und Gebäude wurden beschädigt, Keller liefen voll und Straßen wurden geflutet. Eine Wettermessstation des Deutschen Wetterdienstes, DWD, in Rheinland-Pfalz registrierte fast 150 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 3 Stunden. Blitz und Donner, Hagel und Sturzfluten. Die heftigen Unwetter sind derzeit der Blockade des Tiefs Wilmar durch ein Hoch über dem Nordmeer geschuldet. Das typische Wetter in Mitteleuropa ist das sogenannte Westwetter, das in schneller Folge durchzieht und wechselhaft ist, sagt DWD-Meteorologe Christian Herold. Jetzt aber sind Hoch und Tief eingekeilt und verlagern sich nur sehr langsam. Die Wetterkarte zeigt die Großwetterlage am heutigen Dienstag. Zwischen Hochuwe und dem Tief Wilmar ist die Mischung brisant, je näher man sich am Tief Wilmar befindet, umso eher gibt es heute teils heftige Gewitter mit hohem Unwetterpotenzial, daher ist es heute im äußersten Nordosten weitgehend ruhig, Foto, www.wetter.net. Dort, wo sich dann ein Gewitter aufbaut, hält das Unwetter dann deutlich länger an als bei schnell durchziehenden Tiefdruckgebieten. Es gibt nur schwache Druckgegensätze und kaum Höhenströme, erklärt Herold die derzeitigen Verhältnisse, die auch in den kommenden Tagen andauern. Und wenn es keinen Höhenwind gibt, kann das Gewitter nicht weiterziehen. Zuletzt habe es eine ähnlich stabile Wetterlage mit einem Tief über Mitteleuropa vor genau 2 Jahren gegeben, sagte Herold. Autos liegen am 30. Mai 2016 in Braunsbach, Baden-Württemberg, unter einer Schutthalde. Durch heftigen Regen waren 2 kleine Bäche über die Ufer getreten, Foto. Deutsche Presseagentur. Unwetter damals führten von Ende Mai bis Mitte Juni zu teilweise schweren Schäden. Das gilt besonders für die Flut von Braunsbach in Baden-Württemberg am 30. Mai 2016. Das Gewitter selbst war noch nicht mal so extrem, aber es stand sehr lange an einer Stelle und hat Unmengen an Niederschlag abgegeben, beschreibt der Meteorologe die damalige Lage. Allerdings lag das Tiefdruckzentrum vor 2 Jahren genau über Deutschland. In diesem Jahr ist das Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa nicht ganz so kräftig ausgeprägt und hat sein Zentrum über Frankreich. Nach den heftigen Gewittern, die uns in den nächsten Tagen erwarten, wird es in der kommenden 1. Juniwoche offenbar deutlich ruhiger. Dann scheint wieder meist die Sonne und es ist trocken.
Dazu werden Temperaturen zwischen 24 und knapp 30 Grad erwartet. Lediglich Richtung Küsten ist es mit Werten von knapp 20 Grad kühler. 13.42 Uhr wegen der derzeitigen Hitze und Trockenheit verbrauchen die Menschen in Niedersachsen und Bremen viel mehr Wasser als üblich. Wir verkaufen derzeit rund 50% mehr Wasser als sonst um diese Jahreszeit, sagte Henry Bodner von den Harzwasserwerken am Dienstag. Tag laufen während der Hitzewelle täglich 360.000 Kubikmeter statt nur 240.000 Kubikmeter Wasser durch die Hähne der rund 2 Millionen angeschlossenen Haushalte. Um Wasser zu sparen, darf seit Montag im Landkreis Stade kein Trinkwasser zum Rasensprengen, Wagenwaschen und Füllen privater Schwimmbäder genutzt werden. 12.47 Uhr bei dem heißen Wetter können sich die Pinguine auf dem Stralsunder Ozeaneumsdach über Erfrischung freuen. Das Wasser im Freibecken, in dem die 14 Humboldt-Pinguine schwimmen, wird heruntergekühlt, auf pinguinfreundliche Temperaturen von 12 bis 14 Grad Celsius, wie eine Ozeaneum-Sprecherin sagte. Foto: Stefan Sauer, Deutsche Presseagentur. 12.28 Uhr Wetterexperte Jung: Schon jetzt sind es 30 Grad in Bremen, Magdeburg, Münster, Potsdam und Berlin. Aber noch ist es überall trocken. Aber im Südwesten brodelt es schon in die Höhe. Da geht es nun bald los mit den ersten Gewittern. Die Luft ist dampfend schwül. 11.59 Uhr Das Hochsommerwetter im Mai beschert den ersten Schülern in Mecklenburg-Vorpommern hitzefrei. Am Elbe-Gymnasium Beutzenburg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Ende der Unterricht für die Schüler der Klassen 7 bis 9 am Dienstag bereits nach der 6. Stunde, sagte Schulleiter Gerald Kersten der Deutschen Presseagentur. Laut Vorhersage sollten die Temperaturen in Beutzenburg und Dömitz am Nachmittag bis auf 31 Grad steigen. Damit könnten die beiden Orte zu den heißesten in ganz Mecklenburg-Vorpommern gehören. 10.43 Uhr Der Deutsche Wetterdienst, DWD, hat für weite Teile Thüringens vor schweren Gewittern teils mit Starkregen, Hagel und Windböen gewarnt. Bei Höchsttemperaturen zwischen 28 und 31 Grad sei am Dienstag daneben im Nordwesten des Freistaats auch mit starker Wärmebelastung unter 200 Metern zu rechnen. Im Laufe des Tages bilden sich den Angaben nach dann Quellwolken, aus denen sich Gewitter mit teils kräftigen Schauern, Sturmböen und großkörnigem Hagel entwickeln könnten. Lokal können über mehrere Stunden hinweg mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. 8.22 Uhr Die vergangene Nacht war eine tropische Nacht und das gibt es im Monat Mai nun auch nicht allzu oft. In einigen Orten ist der Tiefstwert nicht unter die 20-Grad-Marke gesunken. In Wiesbaden lagen die Tiefstwerte bei 21 Grad, in Berlin und Frankfurt bei 20,5 Grad, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. 7.57 Uhr Der Dienstag wird heiß und schwül, und es gibt eine erhöhte Unwettergefahr. Der Deutsche Wetterdienst, DWD, in Offenbach warnte vor teils schweren Gewittern. Ab den Mittagsstunden erwarten die Meteorologen teils heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Gewittergefahr soll erst in der Nacht auf Mittwoch wieder nachlassen. Quelle: wetter.net 1, 57 Minuten 7.48 Uhr So heiß wie am Montag war es in Deutschland in diesem Jahr noch nicht. Der Deutsche Wetterdienst registrierte in Genthin in Sachsen-Anhalt zum Wochenbeginn den Spitzenwert von 33,3 Grad Celsius. Das war der wärmste Tag des Jahres bis jetzt, sagte ein DWD-Sprecher.
Weitere Meldungen laden PS, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild.news?